Guten Morgen, heute möchte ich euch zeigen, wie man nachhaltige Wachsbienen für die Kunden produziert. Ja, genau richtig, ich habe mir viele, viele Jahre gedacht, was soll denn der Mist, dass wir Imker Plastikbienen den Menschen anbieten, obwohl wir doch sonst so nachhaltig mit den Tieren arbeiten. Zumindest das sollten. Und ich habe mir schon vor 10 Jahren gedacht, ich schmeiße die ganzen Plastikbienen als Zusatzartikel aus meinem Verkauf raus und biete eben die nachhaltige Variante an. Und das sind diese kleinen Wachsbienen. Jetzt in der Sekunde nur als negativ. Ich kann die vorne mal ausschütteln. Und dann kann es losgehen. Und das funktioniert genauso wie die Kerzenproduktion. Wir brauchen dazu flüssiges Bienenwachs. Das habe ich hier. Ist übrigens immer noch mein Altwachs, das Kosmetikwachs, also sprich die Qualität vom Naturwabenbau Bienenwachs ist mir hier zu kostbar. Da reicht auch das Altwachs aus. Und die jetzt einzeln zu treffen, wäre für mich viel zu hoher Zeitaufwand. Deswegen mache ich das da hier. Ich gieße einfach das ganze Bienenwachs drüber und dann dauert es wieder eine gewisse Zeit, bis ich die Platte oben abziehen kann. Das zeige ich dann gleich hier, wie das funktioniert. Gut, erster Schritt ist getan. Jetzt warte ich ein paar Sekunden, bis es kühler wird. Ich möchte nicht, dass die filigranen Beine von den Bienen nachher abbrechen, wenn es der Kunde dann in der Hand hat. Deswegen kippe ich jetzt nochmal eine Schicht Wachs drüber. So, da nochmal. Wunderbar. Das restliche Wachs geht wieder zurück. Und jetzt gebe ich euch wieder die Sicht mit dem Zeitraffer. Okay, mittlerweile sind hier circa 5 Minuten vergangen. Und jetzt wäre es dann soweit, diese Platte hier oben abzuziehen, weil das Bienenwachs einfach jetzt an der richtigen, im richtigen Wärmegrad ist, um Folgendes zu tun. Ihr seht, ich krieg's relativ simpel hier von der Oberfläche runter und somit sind die Bienen auch gleich ausgestanzt. Und jetzt dauert es aber noch mal ein paar Minuten, bis das Wachs dann so kalt ist, dass ich die Bienen auch dann rausploppen lassen kann. Von daher setze ich auch das jetzt wieder in Zeitraffer rein. Bis gleich. So, dann sind wir hier fertig und jetzt drehen wir die Form um und lassen die Bienen alle rausploppen. Ihr seht, die meisten lösen sich ja von ganz alleine. So, die noch ein bisschen drücken. Ja, so werden übrigens die Bienen vermehrt. Ganz ohne Königin geht das auch. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich gucke mir jetzt noch mal jede Biene einzeln an, weil man hat ja hin und wieder diese Lufteinschlüsse drin. Upsala, wo ist das Bild? Hier? Ja. Genau, also hin und wieder haben wir Lufteinschlüsse, zum Beispiel auf den Flügeln oder auf den Augen. Und deswegen überprüfe ich die jetzt noch mal, wenn die Biene so, wie sie jetzt aussieht, okay ist. Dann landet sie hier in meinem Körbchen und dann wird schon die nächste Serie an Bienen gegossen. Tschüss!